Anwendung von Impulsen. Das sind sehr kurze Schallstöße, die durch einen Impulsgenerator erzeugt werden. Sie hören eine Folge von 16 Impulsen je Sekunde. Hier kann das Ohr noch deutlich die Einzelimpulse erkennen. Jetzt 32 Impulse pro Sekunde. Jetzt 64. Und nun 128 Impulse pro Sekunde. Das ist ein wenig tiefer als das kleine C. Nun hören Sie die Impulse kontinuierlich schneller werdend von den ersten Einzelimpulsen durch 7 Oktaven bis zum kleinen C. Ändert man die Dauer der Impulse, so ändert sich die Farbe der Klänge. In dem folgenden Beispiel wird ein Klang durch 64 Impulse pro Sekunde erzeugt, aber so, dass die Impulsdauer kontinuierlich länger wird. Sie beträgt der Reihe nach 1 Millisekunde, 2 Millisekunden, 3, 4, 5 bis 10 und dann 20, 30, 40 und 50 Millisekunden. In dem abschließenden Beispiel hören Sie ein Impulsgemisch aus 3 Schichten. Die erste hat 4 Impulse pro Sekunde, die zweite 5 und die dritte Schicht 6. Alle 3 Schichten zusammen klingen so. Mit 4 zu 5 zu 6 wird zugleich ein Dreiklangsverhältnis bezeichnet. Das Impulsgemisch, 5 Oktaven höher transponiert, ergibt diesen Dreiklang. Und hier das beweiskräftige Kontinuum des Transponiervorgangs.